Was macht Cherry denn mitten im Wahlkampf in SSH1? Das ist eine Provokation. Ich versteck dich. So will ich Sie da nicht. Zum Finanzausschuss des Kongresses gehört. Unsere Funktion ist, zu überprüfen, wie wir die Steuergelder verwenden. Er hat sich einen guten Tag dafür ausgesucht. Übrigens, wo zum Teufel sind meine Leibwächter? In der Tat, Sir. Sekunde, Calvin. Gib mir etwas Kleingeld. Mr. President, Sir, die Spats wurden für die Dauer von Total Red zu Ihrem Schutz abgestellt. Diese Bande von Hitzköpfen? Verdammt, nicht ein Gerät, das in dieser Anlage funktioniert. Aber, Mr. President... Nichts als der Abschaum, den Colonel McCall zusammengekratzt hat. Mr. President... Aber wenn Sie sagen, dass es die Besten sind, vertraue ich. Cooper, ich soll Präsident Galbraith bis zum Kontrollposten bringen, aber bisher habe ich nichts gehört. Weißt du, was los ist? Okay, ich warte auf Nachricht. Danke. Oh. Wieder unter uns? Zu Hilfe! Es wird immer Soldaten geben, die unserer Sache dienen. Mein Gott! Brecht alle Operationen ab, bevor es zu spät ist! Springt den Präsidenten an einen sicheren Ort. Findet Sheridan. Ich habe den Kontakt verloren.
dich um ihn kümmern. Setz ihn hier ab. Mr. President, können Sie mich hören? Okay, er atmet. Die Spats planen einen Staatsstreich. Sie warten auf Calvin Wecks Befehl, um mit dem Angriff zu beginnen. Sie müssen ausgeschaltet werden. Viel Glück, Colonel. Ich habe alles gehört. Ich werde Colonel Amos informieren. Wex ist Nummer 1. Hey, Colonel Marshall, da drüben. Seid vorsichtig, es sind viele. Alle Angriffsteams sind vor den strategisch wichtigen Einrichtungen in Stellung gegangen. Seien Sie bereit, den Ausnahmezustand auszurufen. Wenn ich das Signal gebe, werden Sie den Spats-Einheiten befehlen, die Kontrolle über alle Basen zu übernehmen.